3, ihr seid andere vom RedAttack-Video-Team. Seit Wochen sind wir schon nur schwarz-weiß durch uns zu suchen. Aber heute ist ein kleiner Lichtblick, wenn auch nur auf der kleinen Bühne sehen wir wieder rot. Wir hoffen, dass die beiden Jungs Reddy und Trommel bald wieder auf der großen Bühne stehen. Sonst werden die beiden doch immer noch verrückter. Also, wir freuen uns auf euch. Macht weiter so. RedAttack sind froh, so viele von euch lieben Menschen zu sehen, die sich zurecht entschieden haben, heute, jetzt und hier diese ihre Show zu besuchen. Was soll ich sagen? Reddy und Drumble. Zwei gut aussehende, geile Schnitten. Zwei Knackärsche, die Eier haben. Zwei Testosteronbomben. Zweimal geballtes Sexappeal auf Beinen. Zwei krasse Hengste. Zwei der wildesten Burschen zur Zeit auf der Weide. Zwei Trommel außer Rand und Band. Für euch, für mich, für dich, für alle. RedAttack. Thank you.
Energien und ich bin bei dem Team RedAttack für die Presse, Öffentlichkeitsarbeit, für Werbung und für die Kostümentwicklung zuständig. Momentan ist es für uns alle unmöglich, Kultur live zu leben und vor allem zu erleben. Kultur, egal in welcher Form, ob auf großer oder kleiner Bühne, ob Open Air oder im Theater, ob laut oder leise, ob rot, grün, bunt, schrill, ob auf, neben oder hinter der Bühne. Kultur ist für uns alle wichtig, denn sie ist glücksrelevant. Ohrenrelevant, seelenrelevant. Ohne Kultur stirbt ein großer Teil dessen, was uns Menschen ausmacht. Bitte, lasst es nicht so weit kommen, denn wir sind alle kulturrelevant.
Ich helfe dem Team RedAttack immer wieder hinter der Bühne aus, bei Auf- und Abbauarbeiten, aber auch als emotionale Unterstützung oder an der Kasse. Es ist aktuell eine sehr große Herausforderung für alle Kunstschaffenden und auch aus finanzieller Hinsicht. Und auch wenn ganz viele Kunstschaffende aktuell ihre Ergebnisse, die Ergebnisse ihres Handelns online stellen oder in Livestreams kostenlos anbieten, sollten wir aufpassen, dass Kunst nicht zur Selbstverständlichkeit wird und dass wir uns alle darauf zurückbesinnen, welche Bedeutung Kunst in unserem Leben haben kann. Wir waren schon bei ganz vielen eurer Live-Shows dabei. Und nicht einmal die Blumengruppe kann mit euch mithalten, das wollte ich euch nochmal sagen. Auch die haben wir schon erlebt. Ihr seid einfach die Besten. Und in dieser prekären Zeit jetzt können wir euch leider nur in Videos auf YouTube sehen oder im Facebook. Aber das reicht uns nicht mehr. Wir wollen euch endlich wieder eine Live-Show sehen. Wir vermissen euch. Seid ganz, ganz lieb von uns gegrüßt und hoffentlich bis bald.
Wir sind Julia, Norman, Musikschule, Trommelwerkstatt und wir wollen endlich wieder mit dem Schlagzeug spielen und gemeinsam in der Trommelwerkstatt musizieren. Denn wir wollen Kultur erleben und leben. Ihr auch? Dann verraten wir euch noch was. Kennt ihr sie? RedAttack? Sie sind nicht nur die tollsten Musiklehrer, sondern auch fantastische und inspirierende Künstler. Wir lieben ihre aufregenden, lauten, spannenden und lustigen Shows. Und wir hoffen beide sehr, dass es endlich weitergeht mit tollen Musikprojekten und erlebnisvollen Shows. Ihr seid klasse und wir vermissen euch.
Ich bin Stefan. Musik begleitet mich mein ganzes Leben. Schon meine Mutter sang mich mit Operetten, wenn er mich in die Stadt. Und noch heute spielt Musik in ihrer großen Vielfältigkeit eine zentrale Rolle. Kultur macht menschlich, egal ob im großen oder im kleinen Rahmen. Kultur verbindet, Kultur heilt, Kultur schafft Verständnis und Toleranz. Kultur hilft, glücklich und traurig zu sein. Kultur weitet unseren Geist. Kultur ist überlebensnotwendig. Gestaltet den letzten Song interaktiv mit, indem ihr die unstehenden Farben, also grün, blau, rot, orange, lila oder gelb, in die Kommentare postet. Viel Spaß! We'll be right back.